Servus und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute nehme ich euch nochmal mit zu einem besonderen Abenteuer. Wie viele von euch wissen, ist das Schwarzwild ja bei uns eher ein seltener Gast. Vor 2 Jahren hatte ich schon mal die Möglichkeit, bei uns ein paar Stücke zu strecken, doch war es jetzt die letzten Jahre sehr, sehr ruhig. Wir haben zwar immer wieder mal gemerkt, dass Schweine bei uns im Revier unterwegs sind, doch meistens waren es zu den unmöglichsten Zeiten unterwegs oder so, dass wir es erst gespannt haben, wenn es dann auch schon wieder weg waren. Unsere Kehrungen waren auch meistens ziemlich verwahrlost. Verwahrlost in dem Sinn, dass sich keine Sau hat blicken lassen. Nur jetzt, wie es Maishäckseln losgegangen ist und die Schweine irgendwo versprengt worden sind, haben sie sich ab und zu mal zu später Stunde ganz kurz auf den Kameras blicken lassen. Aber stetig und fest waren es bei uns nie da. Lediglich mit der Drohne konnten wir bei den Nachbarn ab und zu mal Schweine ausmachen und so dazu beitragen, dass dort bei gezielten Bejagungen ein paar Stücke zur Strecke gekommen sind. Jedoch war es bis auf eine Ausnahme bei uns ganz, ganz ruhig. Aber wie es dann der Zufall so will, ist uns neulich Folgendes passiert. Eher zufällig war ein Kollege von mir am Vorabend auf ein paar Sauen an einem Schilfgürtel gestoßen. Nachdem er gegen abends die Sauen wiederum in dem Schilf bestätigt hatte, informierte er mich kurzfristig und wir trafen uns direkt vor Ort. Wir machten uns direkt auf den Weg dorthin und schon... Es ist kurz nach 5:30 und noch nicht mal richtig dunkel. Die erste Sau ist schon raus und fängt sofort an zu brechen. So schnell geht es wirklich selten. Die einzelne Sau konnten wir als Überläuferkeiler ansprechen und so ließ ich sofort auf 120 Meter die Kugel fliegen. Die erste Sau liegt, bevor wir überhaupt am Ort des Geschehens sind. Nachdem wir dann sicher waren, dass die Sau nicht nochmal aufsteht, ging es weiter Richtung des Schilfs. Langsam tasteten wir uns ran und suchten eine geeignete Position. Es war wirklich erstaunlich. Keine Viertelstunde, nachdem ich die erste Sau erlegt habe, vernahmen wir aus dem Schilf deutliches Quietschen und Grunzen weiterer Schweine. Die Anspannung ist riesig. Direkt vor einem die Sauen, doch man bekommt sie einfach nicht zu Gesicht. Plötzlich steht links Rehwild neben uns auf der Wiese. Allen Anschein nach lassen die sich nicht rausbringen. Immer wieder grunzt es und auf einmal schaut ein Rüssel aus dem Schilf. Eine kurze Absprache mit meinem Kollegen und schon ist auf die nächste Sau angelegt.
Auch die zweite Sau liegt im Knäuel. Zwar nimmt das Rehwild sofort Reis aus, doch im Schilf bleibt es ganz ruhig. Und so ist es, dass keine 5 Minuten später wieder Schweine im Schilf quieken. Wir entschließen uns zu bleiben und werden natürlich auch belohnt. Nach circa 15 Minuten wieder Bewegung am Schilf. Schau mal, das ist doch unglaublich. Da kommen doch mindestens nochmal 6, 7 Stück raus. Du, wenn 2 passen stehen, gell? Auf 3. Völlig unbeeindruckt von der bereits gestreckten Sau ziehen diese 6 Kameraden auf die Wiese. In dem Fall war mein Kollege schneller wie ich. Als er zu zählen begann, zogen sich die Sauen vor mir zusammen und ich konnte keinen Schuss anbringen. Zu groß war die Gefahr, ein zweites Stück zu verletzen oder einen nicht weitgerechten Schuss anzubringen. Deshalb blieb bei mir die Kugel im Lauf. Die Sau, die er beschossen hatte, ging noch ein paar Meter und tat sich auf der anderen Seite vom Schilf nieder, während der Rest der Rotte in der angrenzenden Zwischenfrucht verschwand. Sofort informierten wir einen Kollegen, der auf der anderen Seite der Zwischenfrucht saß und wartete. Und in dem Fall war es die genau richtige Entscheidung. Circa 20 Minuten später versuchte die Rotte, auf der anderen Seite aus der Zwischenfrucht zu wechseln und kam direkt bei ihm vorbei. So hatte er die Möglichkeit, auch nochmal eine Sau zu strecken. Weidmannsheil, was war das bitte für ein Abend, für ein Erlebnis. 4 Sauen und das im heimischen Revier, das hat man sicher nicht alle Tage. Es gibt immer wieder so tolle, spannende Erlebnisse. Bereits letztes Jahr hatte ich schon mal den Riesendusel, dass ich bei einem Spätzle von mir 3 Sauen hintereinander schießen konnte. Und jetzt haben wir es geschafft, bei uns im Revier 4 Schweine zu strecken. Ja, die Jagd ist immer wieder unergründlich und liefert immer wieder neue spannende Abenteuer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich natürlich über Abo freuen. Schaut auch gerne mal auf meinem Insta-Kanal vorbei. Da seid ihr ein bisschen eher up to date. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, Weidmannsheil und bis zum nächsten Video. Servus!